Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Und ja, ich nehme schon wieder fast Mitternacht auf. Bedeutet, ich muss wieder ein bisschen leiser sein. Aber hey, ihr seht unten, ich habe das Spiel die ganze Zeit laufen lassen. Wir sind jetzt fast bei einer Million. Beziehungsweise wir sind bei einer Million. Holla die Waldfee. Und dafür werden wir jetzt hier ein Research Lab mal einrichten. Ich frage mich noch, wo ich das jetzt beim besten mal hier hin, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht genau, was ich damit zu tun habe. Neue Forschung starten. Forschung starten. Der braucht jetzt Geld. Okay. Gut zu wissen. Viel Geld. Was ich gerne machen würde, ist den Bahnhof hier ein bisschen ausbauen. Zwei Stationen mäßig machen und hier halt mehr hinsetzen. Wir müssen hier ein bisschen abreißen, weil ich müsste hier eine Doppelstation hinsetzen. Bedeutet, meine lieben Freunde, wir machen jetzt hier erstmal Pause. Ich hab. Ach, das kostet so viel Kohle wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ich abreißen. Oh Gott. Ich muss die Straße irgendwie loswerden. Jetzt hat. Okay, wie viel Geld habe ich jetzt schon verloren? Oh, ein bisschen was. Wir machen hier Glätten. Nehmen wir mal das Terrain an und senken es da vorne ab. Dann sind wir schon mal gleichmäßig. Dann müssen wir unter Schienenstationen, na, ich habe Mittel vorne rumgespielt. Zwei. Das könnte nicht klappen, fuck. No, no, Geldverschwendung. No! Stationen? So, jetzt halt aber. Dann gehen wir auf Schienen. Und dann muss ich hier mal das Gebiet ein bisschen anpassen, vom Gelände her. Damit es alles relativ gleichmäßig ist, wo wir langfahren. Ich habe hier vorne, seht ihr schon, da habe ich ein bisschen mal mit dem Terrain gedingst gespielt, um zu schauen, wie gut das überhaupt funktioniert. So. Okay, das passt wieder nicht. Nee. Oh. Das ist jetzt so. Perfekt, so zweispurig. Jetzt müssen wir hier nur die Leuchten mal entfernen. Vorteil ist, wenn wir Geld haben, können wir das Ganze ein bisschen umdesignen. Denn im Grunde kommt der eine Zug von hier und der andere Zug von da. Weil ich würde gerne mit einem Passagierzug da vorne, oh, da wird mir schlecht, hier den Bahnhof anschließen. Das wäre so meine Idee gerade. Ja, bedeutet, wir werden hier jetzt auch umbauen. Genau, wir müssen hier mal den Knoten säubern. Warte, nee, das machen wir, das geht gar nicht. So, und jetzt hat wir einen Schienen gebaut. Ich kann hier nicht bauen, weil hier die Ecke ist. Okay, dann tun wir hier mal abreißen. Denn wir stecken das ganze Gebiet ein bisschen um. So, die Ecke müssen wir jetzt bearbeiten. Und wenn es das letzte ist, was ich mache. So. No.
Komm schon. Ich will nur eine Strecke da nehmen. Perfekt. Das geht wieder nicht, oder was? Warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? Ich will aber so. Ich will das so. Mann. Dann reißen wir das wieder ab. Komplettes Umdesignen. So. Ich mache das jetzt wie Minecraft, wenn ich eine Ecke mache. So. Den Rest kramen wir einfach gratis weg. So. Dann heben wir ein bisschen wieder an. No, das war zu. No. Okay. Ah, fuck. Okay, das ist noch ein bisschen. Da bin ich noch ein bisschen zu blöd für. So. Weg, weg, weg. Warum nicht? Wahrscheinlich ist das einfach so nah. So, warte. Und jetzt dazu mal die innere Spur abreißen. Dann kann er nicht meckern. So. Und ziehen hier die Schiene lang. Perfekt. Und was ich jetzt gerne machen würde, ist, na, das ist zu weit. Wir machen jetzt eine ganz einfache Umfahrung, dass das da hinten in den Bahnhof reinführen kann. Dafür machen wir das jetzt wie folgt. So. Nee. Nee. So, genau. Dann sind die Schienen jetzt schön nebeneinander. Aber gleichzeitig gibt es ja das pure Spurenchaos. So. So. Das ist unsere erste doppelspurige Schiene hier. Die hier dann durch die Prärie führt. Jetzt bauen wir nur die Station noch und wir bauen hier dieselbe hin. Wie drüben. Und heben das ganze Gelände auch gleich mal an. Oder gleichen es halt ab. Mit dem restlichen, genau. So, zack. Führen hier dementsprechend schon mal die Schienen nach hinten. Ich überlege gerade, ob ich hier einen Tunnel durchsetze, dass ich sozusagen hier rein aus dem Tunnel komme und da drüben raus. Finde ich ja mega, ein bisschen Tunnel zu bauen. Und wir haben fast gar kein Geld mehr. Ich sollte aufpassen. Warte, da machen wir jetzt hier nochmal Gelände. Ich weiß gar nicht, ist es teurer jetzt die Geländeangleichung, die ich gerade hier vorhabe die ganze Zeit? Oder was macht das Ganze hier so teuer? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh Leute, jetzt ist das natürlich zu eng. Das war total nicht beabsichtigt. Jetzt hat. Jetzt
Jetzt muss ich hier nochmal das löschen, weil ich natürlich zu dumm bin. Und ziehe das. So. Und somit haben wir ein doppelgleisiges Schienensystem. Sehr, sehr nice. Was jetzt hier noch wichtig ist, dass wir hier ein Wechselgleis einbauen. Damit die hier sozusagen die Schienen wechseln können und jeweils an dem richtigen Gleis ankommen. Dann würde ich gerne Signale setzen. Man kann nicht wissen, wie viel die mich kosten jetzt dann. Oh Gott. Wie weit sind die jetzt gesetzt? Bis dahin. So. Ja, der fährt jetzt halt falsch, ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Und jetzt kann ich kein... Oh no, weil die hier zu eng sind. Oh no, das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Deswegen hat der hier abgebrochen. Oh no, weil es einfach zu eng ist. Okay, dann müsste das aber jetzt gehen, glaube ich, oder? Signale. Natürlich wieder an. So, und das geht dann bis hier vorne. Geht dann bis hier. Und dann sind die ausgeschildert. Das ist doch super. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach für den Zug noch schnell, damit der wechseln kann. Ding ein und schau, was passiert. Ja, er wechselt gut. Huh, Glück gehabt. Ich hoffe, der erkennt noch den Bahnhof. Erkennst du den noch? Ja. Oh ne, lol. Kennt keinen Weg zum Ziel? Oh lol, weil er hier drüber muss und dann... Connecten mal hier neu. Ebenen. Vielleicht sollte ich die Ecke auch nochmal da. Wie viel habe ich noch? Oh Gott, ich kann mir keinen Zug mehr leisten. Fuck. Jetzt müsst ihr doch ein Gleis finden, oder? Einen Weg. Ah lol, nee, weil das... Oh Gott. Fahr mal so rum. Ich werde mich hier schnell ums Gleis kümmern. Das habe ich total vergessen. Oh lol. Dann tun wir hier den Zug erzeugen, den wir jetzt brauchen. Das wird aber ein Klassiko, das wird teuer zu stehen kommen. Richtig teuer und ich hoffe, dass es sich auszahlt. Oh Gott.
tun wir noch eine Waggon dazu und einstellen. Dann machen wir halt hinzufügen. Ein Transfer. Ein Halt hinzufügen. Einen Transfer. Und los geht's. Auf was wartet ihr jetzt? Oh, lol, muss ich jetzt... Oh, warte mal. So, damit das hier auch geordnet abläuft. Sporförkel akzeptiert. Ach, Unternehmen bankrott. Ja, ja, das ist ja normal bei uns hier. Jetzt fährt der eine da die ganze lange Strecke ab. Er ist angekommen. Woo! Was? Oh, lol, weil ich... Warte... Wir regeln das. Ist noch zu früh, glaube ich. Wir brauchen hier hinten eher so eine Wende. So, okay. Jetzt sollte das funktionieren. Bleiben wir mit. Ich glaube noch nicht viele, weil die es noch nicht gewohnt sind, dass sie Passagiere haben. Selbst dann bleibt er stehen. Das finde ich aber wahrscheinlich, weil es hier so eng ist. Das ist eine fatale Kreuzung. Die muss ich irgendwann austauschen. Da kommt eine gescheite Zugkreuzung dann mal hin. Dann sollte das gut klappen. Wie viel hat unser Zug jetzt hier schon gemacht? Der neue. Ah, minus. Lol, der bleibt da stehen. Oh, lol. Was ist denn hier passiert? Oh Gottes Willen, das ist alles so... Oh no. Neue Forschung starten. Eisenverdunstung starten. Lol, nope. Irgendwas, wofür ich nur Geld brauche? Gibt es das oder eher weniger? Nope, gibt's nicht. Oh Gott. Jetzt habe ich hier diese Förderbänder. Förderband umdrehen, Förderband leeren. Förderbandgerät. Verbinder. Ah, okay, da kann ich sozusagen dann an das Gebiet angrenzend bauen. Ich habe jetzt wahrscheinlich ja eine neue Fabrik erhalten oder Verarbeitung. Nee, habe ich noch nichts. Okay. Der ist sicher trotzdem, der ist viel zu lang. Für den Bahnhof eigentlich. 2500, Alter, das ist ja lächerlich. Der macht ja nichts. Ah, er macht positiv, doch, lol. Er ist positiv, lol. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.